Herzlich willkommen zur finalen Folge von Die beleuchteten Brüder spielen Super Mario World. Es ist das erste Projekt, das wir abschließen, abgesehen von Sega Mega Drive Collection und Pacific Flieger Scheiße. Ach du Kacke! Sollen wir stehen bleiben? Es bewegt sich. Pacific Flieger Scheiße habe ich nie hochgeladen. Nein, du warst glaube ich noch nicht so begeistert davon wie ich. Um es ein Leben. Es ist eine Ab. Ist das ein Scheiß-Level? Das war's schon. Ja, aber es war scheiße. Jetzt nicht in 6 gehen, in 5 oder in 7. Ich bin immer der, der die. Oh nein. Ich hab immer mit Feuer zu tun. Schießen die auch nicht, wenn ich davor stehe. Wer ist das? Kein Fan. Man begegnet ihn häufig in den Spielen, die wir spielen. Du bist in die Flamme gesprungen. Sieben ist nicht gut. Das ist wirklich spannend, welcher der Brüder den Bowser besiegen wird. Guck mal, da hinten fliegt er rum. Bösen Augen. Was war hier das Gute? Weiß ich 2, nicht. Ne? Ja, das war das Leichte zumindest. Und 4 habe ich gerade gemacht. Ist scheiße. 4 scheiße. 3? Ist okay. Ach ja. Da hätte ich richtig Angst gerade plötzlich. Scheiße, ich Nazi! Ich kann nicht mehr reden. Ich erfinde schon Worte, die es gar nicht gibt. Das kann ich ja auch. Die ersten haben wir alle gesehen. Aber wir müssen jetzt mal uns in Schutz nehmen. Es ist 4 Uhr nachts. Wir spielen seit Stunden dieses Spiel. Unsere Gehirne bestehen weitestgehend aus Edamer und Brie. Das ist nicht korrekt. Das fühlt sich zumindest so an. Ich bin wirklich geistig durch. Das ist ja wohl richtig einfach. Super einfach. Und jetzt kennen wir 5 noch nicht, ne? Genau. Ja. Und ich opfere mich. Oh. Monsterfallos. Du musst einfach durchlaufen, nur durchlaufen, ja, wirklich. Ja, ja. Ja, das, ich glaub dir sowieso nicht. Doch, irgendwann muss ich stehen bleiben. Ich kenne das. Das ist gut. 2 und 5. Ja, ja. Aber du kriegst dafür bei 5 keinen Pilz. You know? Ja. Ja, das mit den Fallussen sah schlimmer aus, als es war. Du kannst auf ihn drauf springen, einfach den dubst da auch so weg. Ich töte ich immer mit die ganze Zeit hier. Ich muss mich frei davon machen. Ich töte gerne ohne Not. Also vor allem töte ich gerne. Dreimal warst du schon bei ihm und ich keinmal. Ich töte gerne mit Leichen. Also du stirbst aber auch an den unmöglichen Stellen. Ja, ich weiß. Ich habe mich jetzt echt gefangen. Ja, ich habe keine Chance, heute jetzt irgendwie das noch zu beweisen, dass ich... Ja, aber du bist ein super Player. Player bin. Ich muss das ist wirklich das ist so ein Endkampf, gegenüber dem man sich ärgert, weil er so einfach ist. Ja, ist schwer. Oh, das war ja, ich bin zum Leben erwacht. Ich glaube, das war das Problem. Oh. Es gibt keine Zeit mehr, siehst du das? Du kannst unendlich lange dich jetzt mit Bowser besiegen. Oder kriegen. Oh Gott, das war knapp. Knapp mit dem Rotor vorbei. Wie eine Katze. Bam! Sag doch. Was ist eigentlich seine Taktik? Er schickt dir so ein paar Hunde dahin, damit die dich töten. Oh, ja. Oh, er ist lebendig geworden. Wieso warnst du mich denn nicht? Habe ich noch nichts von mitbekommen. Es ist jetzt nochmal ein bisschen Zeit in diesem letzten Video, ein Resümee zu ziehen über dieses Spiel und das Projekt. Es war ja nicht das erste, das wir begonnen haben, aber eins der ersten. Hier war das erste, was ich sag's mal vorsichtig kurz vorm Ende steht. Ach, das schaffen wir. Wir
in sehr absehbarer Zeit beenden werden. Es wäre richtig dumm, hier irgendwann mal die Seite zu wechseln, weil alle Coopers auf der anderen Seite sind. Was ist das einfache 5? Ja. Die hat. Ach so. Gab es dann keinen Abschnitt, wo es besser gepasst hätte? Naja, es ist nicht wirklich eine Hatz. Bei einer Hatz wird man ja verfolgt. Achso. Aber du musst auch da derbe durchharzen. Ja. Durchharzen. Im Sinne von Harz 4. Da ist das Licht. Ich will das Licht nicht. Vielleicht ist das auf Video ein bisschen besser, wenn du Licht da hast. Ja, Mario ist ja hell genug. Es ist halt mein Fernseher. Übrigens, unter irgendeinem Video wurde mal gepostet, was ich, wo wir uns gerade befinden bei mir zu Hause, für einen Fernseher. Es ist ein LED. Kein LCD und kein Plasma. Genau, ihr Stümper. Du hast LCD geschrieben. Ach so. Warum? Weiß ich nicht. Irgendjemand soll ich die Worte nie nehmen. Und dann ist das Plasma oder LCD, war die Vorfrage und du meinst, ich glaube LCD. Ach so, aber es ist ja kein Plasma. Ein LCD ist ja wohl näher an LED als Plasma. Weil die Buchstaben näher verwandt. Nein, auch technisch. Ach, das weißt du doch gar nicht. Aber du. Du kennst dich mit sowas überhaupt nicht aus. Ja, aber du. Ja. Ja, und du bestätigst jetzt, was ich gerade gesagt habe. Ich habe das nicht bestätigt. Ja, aber das wirst du jetzt bitte tun. Warum sollte ich das tun, wenn das nicht stimmt? Weil es stimmt. Du weißt es doch gar nicht, dachte ich. Ja, aber du weißt es. Weißt du's? Siehst du, du weißt es nämlich, du willst es nur nicht zugeben. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich wusste es mal, bevor ich mir den gekauft habe. Ich dachte, du hast Ahnung davon. Nicht mehr, es ist lange her. Ich glaube, das ist was ganz... Moment, jetzt macht das nämlich richtig gemein. Jetzt muss ich da durchhatzen. Nein, du hättest auch dazwischen stehen bleiben können, wenn du dich gut positioniert hättest. Das ist aber nett von ihr. Was hat sie den denn her? Hat sie... Warum hat Bowser ihr den nicht abgenommen bei der Einlasskontrolle? Ich glaube, jetzt kommt noch so eine Attacke von ihm. Wo er so bam, bam, bam auf die Erde stampft. Ach du Kacke. Wie passt das Ding denn noch da rein? Das war gut mit dem Drehsprung. Du darfst nicht in den Rotor. Ich warte auf Munition. Danke. Jetzt ist seine Technik doch schon ein bisschen nachvollziehbarer. Oh, du bist so gut. Du schaffst es. Einen noch. Oder was ist jetzt noch? Oh, jetzt wird er wütend. Stufe 3. Das war nicht so schwer. Das geht noch weiter. Es brennt noch. Nett. Guck mal, jetzt kommt der Stamper. Hab ich doch gewusst, dass der Stamper kommt. Ist aber auch relativ predictable. Ja. Oh! Oh, das war gut. Von ihm jetzt. Ich bin jetzt neuerdings für Bowser. Gut. Oh, da hast du gesehen, Angst mit weggegangen, damit ich nicht die Chance habe, ihn nochmal zu treffen, gleich. Zweimal oder dreimal treffen? Zweimal. Das war's. Er weint! 100%? Haben wir jetzt die 100%? Wir haben das vergammte, gegammt. Wir haben das ganze Game gegammt. Mario's Adventure ist over. Was für ein Glück. Mario, the Princess Yoshi and all his toad friends make a big orgie. The Kate, ja. So nennen sie es in der Nintendo-Welt, aber es ist eine Orgie gemeint. Es ist eine Orgie mit durchaus auch dem Öffnen von Körpern. Also mit Messern. Denn Kratos ist auch dabei. Feuerwehr. Und das nächste Spiel, Kratos. Das stimmt. Oh, das ging wobei sich das richtig gut anbietet. Ja. Und Kratos bietet sich wirklich, wirklich sehr gut an. Aber ich glaube, Uncharted ist noch ein bisschen besser. Weil es kommt der Abspann. So viele Eier. Spoiler-Alarm!
Die Musik fand ich immer gut. Die machen wir jetzt ein bisschen lauter. Er geht jetzt nämlich zurück durch die ganze Welt nach Hause. Erstmal durchs blöde Schloss. Wie lange läuft das? Läuft das Video schon? Das geht noch. 10 Minuten. Das ist noch 2 für den Abspann. Ja. Wir haben es geschafft. Wir haben das Projekt beendet. Wir haben das gottverdammte Projekt beendet. Nichts anderes heute geschafft, aber immerhin das. Ach Gott, ey. Über 5 Stunden. In der Zeit, die wir heute gebraut haben, kommt man bestimmt mit der Lufthansa in den Kosovo. Man konnte auch garantiert das ganze Spiel durchspielen in der Zeit. Ich weiß nicht, ob in 100%, aber vielleicht auch das. In der Zeit, die wir heute geschafft und gebraucht haben, für die letzten, weiß ich nicht, 12 Level. Ja. Ja, wahrscheinlich stimmt das. Ich glaube, ich habe neulich irgendwann einen Speedrun zumindest gesehen, ohne 100% in 1,5 Stunden. Ja, na ja, gut, du kannst über die Star World halt richtig schnell. Ich glaube, laut. Guck mal, da ist er! Siehst du ihn? Ja. Shigeru, die alte Mistsau. Und Herr Yamauchi. Sind bestimmt gute Karaoke-Kumpel. Wir sind wieder zurück beim Baum und alle freuen sich. Wir haben die gottverdammte Welt gerettet. Ich habe übrigens eine Frage zu den Avengers. Ist das jetzt unangebracht? Ja. Gut. Die haben wir befreit aus den Schlössern. Die ganzen Mistsäcke. Aber weißt du, was daran ein bisschen weniger Freude machend ist? Dass man das auch nicht bis dahin schaffen kann, ohne Liebe frei zu haben. Doch mit der Star Road. Und dann schlüpfen nur ein paar. Das ist... Guck mal, alle Gegner. Lakitu, dein Freund. Da und Fische und Lakitu. Wiggler und Bob Omb. Wie hieß er auch, Lakitu? Lakitu? Fishing? Fishing Lakitu, ja. Amazing Flying Hammer Brother. Jumping Pumpkin Plant haben wir gar nicht gesehen. Nee, das kommt mir auch nicht bekannt vor. Haben wir wirklich 100%? Zumbo Brother, hast recht. Und Pidget Bill haben wir auch nicht gesehen. Vielleicht, wenn man im Herbst nochmal in die Level geht. Möglicherweise. Der Mega Mole. Standard, wie hieß die Rakete? Ja, das ist immer das Spiel. Wenn man das im Herbst spielt. Du, wie hieß die Rakete? Die Super Dicke? Bill, Mega Bill? Blank! Guter Name. Die Eulen heißen Swoopers. Auch wenn das. Torpedo-Tank und Rip van Fish finde ich auch gut. Auch wenn das vorhersehbar und erwartbar ist, bitte nenn dieses Video Abspann. Das ist ja viel mehr als der Abspann. Ja, ich weiß. Das finale Battle. Vielleicht nenne ich es... Endlich. Bumsbirne. Nein, das ist nicht gut. Oder Hothead. Oder Thwomp. Vielleicht Blark. Aber Thwomp finde ich auch ganz gut. Mit dem TH vor dem W. Thwomp Blark. Fischbomb. Guck mal, sogar so eine Kette hat einen Namen. Ball and Chain. Auch diese Segen, die so über die Laufbänder gekommen sind. Oh, jetzt kommen noch die ganzen Cooper-Länge. Iggy. Ah ne, erst die Mechas. Die mir sehr gut geholfen haben, den Fürst der Finsternis zu besiegen. Eigentlich, weil die seinen verderben. Ludwig von Cooper. Alle haben wir besiegt. Und auch noch zu zweit, also es hat auch seine Berechtigung, dass Luigi da steht. Er absolut. Hat lange die Mission vorangetrieben und er hat zumindest heute eine überdurchschnittlich große Zahl der schwierigen Level gelöst. Wesentliche Durchbrüche hat er verantwortet. Bei doing absolutely nothing. Alles klar, ey. Krieg ich weg? Nee, ich glaube, das ist ja noch der alte Super Nintendo Standard, dass man nach dem Speichern nicht mehr enden konnte, umgekehrt. Nach dem Enden nicht mehr speichern konnte. Ein schönes Ende. Ja. Wie fandst du das Spiel so? Also es hatte einige Momente, die mich an der Gutheit des Menschen hat zweifeln lassen. Von Shigeru jetzt? Aller Menschen, die das zu verantworten haben.
Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich nicht zu Unrecht ein Klassiker. Also man muss schon sagen, alte Super für ein 32-Bit-Spiel hat es eine unfassbare Qualität. Wobei der größte Kritikpunkt, den wir auch in einem Video mal irgendwann ansprechen, vor 20 Folgen oder so, ist, dass die schweren Level keinen Spaß machen. Ja, das genau, dass die sich am Ende nichts Neues mehr ausgedacht haben, sondern nur die alten Sachen genommen haben und die halt krass verkompliziert haben. In der Sternwelt haben sie auch ein paar neue Sachen gemacht. Ja, das stimmt. Die waren aber auch fürchterlich. Ja. Aber ich glaube, wir haben uns auch echt extrem dämlich angestellt an vielen Stellen. Ja, also es ist wirklich auch so, dass man, wenn man in diesem Modus spielt, man fahrlässiger ist und weniger gut ist. Na gut. Es ist tatsächlich nicht so leicht, die ganze Zeit zu reden, während man spielt. Und dabei das stimmt. Ich wollte gerade sagen, inhaltlich sinnvolle Dinge zu sagen, aber das haben die meistens halt nicht getan. Und haben trotzdem versagt. Es hat uns trotzdem viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Wir freuen uns, dass ihr alle Teile euch reingezogen habt, bis zum Erbrechen. Wer das geschafft hat, und Respekt. Und es gibt zum Glück noch viele andere Spiele und Projekte, die man sich angucken kann. Also man muss nicht weinen, weil das jetzt zu Ende ist. Keineswegs. Nein. Weinen ist nicht angebracht. Auf gar keinen Fall. Wir haben jetzt noch ein Bier. Wollen wir das noch trinken? Ist ja auch erst 3:45. Eben. Oder wollen wir das sein lassen? Ach, wir können doch noch. Jetzt ist das Elephant. Nein, das ist Astra, ne? Das Elephant. Wir haben noch 4 Dosen Astra. Wir haben schon 4 getrunken. Die sind schon weg. Jetzt noch ein Elephant. Ja, was soll's. Ja, vielleicht spielen wir noch Uncharted durch. Und wir werden lüften. Lütfen, das heißt Bitte oder Fenster auf Türkisch. Wie heißt das? Lütfen. Uninteressant, mach aus. Mach aus. Ja, ja, ich warte nur. Auf welchen Moment? Den richtigen. Ich sitze total bequem. Ich möchte nie aufstehen.